Hi, mein Name ist Mirko. Ich nehme euch heute mit auf die Reise, ein digital bedrucktes T-Shirt zu erstellen. Dafür dürfen wir hier die Räumlichkeiten von Rico benutzen. Wir drucken heute DTG, das heißt Direct to Garment. Das Schöne an dem Druckverfahren ist, dass wir nichts rechts und links brauchen. Wir müssen keine Siebe vorbereiten, die müssen wir nicht lagern, sondern wir können direkt auf das Textil drucken. Jetzt behandeln wir das T-Shirt vor. Wichtig dabei, immer schön glatt hinlegen. Jede Falte wirst du im Druckbild auf jeden Fall erkennen. Versucht die Fläche so homogen wie möglich zu behandeln. Das heißt, immer dann, wenn du Unterschiede in der Menge der Vorbehandlung hast, wirst du die auch ziemlich sicher im Druckbild erkennen. Und dann ist es mir persönlich immer wichtig, so den vorbehandelten Bereich immer so klein wie möglich zu halten. Warum den Vorbehandlungsbereich klein halten? Punkt 1, ganz klar, je mehr Vorbehandlung ich benutze, desto mehr Geld gebe ich dafür aus. Und der andere Punkt ist, ich möchte das Risiko, dass sich das Textil verändert, so klein wie möglich halten. Oder ich möchte den Bereich, der sich verändert, so klein wie möglich halten. Nach dem Vorbehandeln pressen wir das T-Shirt bei 160 Grad, ungefähr eine Minute lang. Gucken, dass wir keine Falten haben. Nach der ganzen Vorbehandlung und dem Pressen kommen wir jetzt endlich zum Drucken. Dazu spanne ich dann das T-Shirt auf der Druckmaschine ein. Jetzt muss die Maschine noch die Höhe des Textils einlesen. Das kann ein paar Sekunden dauern und dann können wir auch schon anfangen zu drucken. Der Druckvorgang beginnt dann sofort, wenn ich den Startknopf gedrückt habe. Erst das Weiß und dann das CMYK. Wenn das T-Shirt dann fertig gedruckt ist, müssen wir es natürlich noch trocknen. Das machen wir bei 160 Grad für ungefähr 7 Minuten. Warum Digitaldruck? Digitaldruck hat für mich den Vorteil, dass ich ziemlich effizient auch Kleinserien bedrucken kann. Ihr müsst euch vorstellen, dass im Siebdruck rechts, links, überall Siebe, alles muss vorproduziert werden und dann ist der Druckteil der kleinste Teil. Wenn ich Kleinstauflagen drucke, möchte ich nicht, dass die Vorbereitung des Druckauftrags länger dauert als das Drucken selber. Das heißt, mit dem Digitaldruck oder dem direkten Digitaldruck kann ich die Logik ganz einfach umdrehen. Ich muss keine Siebe vorbereiten, ich muss keine Separation machen. Ich kann einfach und schnell drucken. Der große Vorteil ist natürlich, dass ich On-Demand produzieren kann. Ich muss mir nicht vorher überlegen, wer alles mein T-Shirt kaufen könnte. Also wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn. Ich kann einfach genau das drucken, was auch bestellt wird. 1S, 1M, 1L, 1XL. Das ringgesponnene Iconic 195 von Fruit of the Loom ist jetzt fertig gedruckt. Hier seht ihr nochmal das Druckergebnis. Ihr seht, wir haben noch einen ganz kleinen Abdruck. Den kriegen wir aber auch noch weg. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Alle Informationen zu den Textilien, die wir benutzt haben und auch die Informationen zu dem Drucker von Rico findest du in der Beschreibung.